Servus Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Daily Shit. Eurer täglichen Sonntagsdosis Scheiße. Ja, immer wieder sonntags. Oh, jetzt hat er aber tief in die Special-Effect-Kiste gegriffen, an diesem Sonntag nur für euch. Alter Schwede, ey, du bist einfach nur bescheuert. Ja, ich bin's wieder. Ja. Schlägt bei dir eigentlich, wenn du beim Outer City aufnimmst, auch nur links aus, also L oben? Hast du schon mal drauf geachtet? Das ist lustig, ne? Trägst du deinen Penis eigentlich auch links? Nein. Dann weißt du, warum das... Und natürlich trägst du ihn links. Stimmt. Ja, genau. Siehst du. Aber das soll heute nicht unser Thema sein, wo ihr euren Penis tragt, sondern das Thema... Aber ihr könnt es trotzdem gerne in die Videobeschreibung und Kommentare schreiben. In die Videobeschreibung, schreibt es am besten rein. Schreibt genau. In die Videobeschreibung. Passwort für einen Underserious Kanal. Nein, unser Thema 2000. Soll heute sein... Stufi? Ja, sag an. Ja, du sagst. Ja, wir haben uns mal überlegt, wir reden über das Thema Silvester 2014-15. Wie sagt man eigentlich? 2014 oder 15? Ja, es ist Silvester 2014. Weil Silvester 2015 wäre es ja erst, wenn du 2015 hast. Verstehst? Nö. Aber ist auch scheißegal. Das kann man jetzt sehen, wie man will. Wir könnten auch mal drum streiten. Ich hab gewonnen. Der Schauder. Ich hab gewonnen. Gewonnen! Ja, was? Was macht ihr denn an Silvester, würde mich mal interessieren. Also, normalerweise sieht ja mein Silvester, nicht du, du laberst jetzt nicht. Mein Silvester sieht ja meistens relativ gechillt aus. Entweder wir gehen zu Freunden und feiern dort. Meistens dann kurz vor 12 rausgehen, bisschen was sprengen, paar Briefkästen oder so. Na, das hat man früher mal gemacht. Das macht man heutzutage nicht mehr. Nein, eigentlich ist das Ganze so, früher hat man Böller gekauft, ungefähr 80 Tonnen Sprengstoff. Da hätte man den noch nicht gebauten Münchner Flughafen, was ist eher den Flughafen in Berlin, meine ich. Oder wo ist der? Berlin? Ja, Berliner Flughafen, ne? Genau. Da hätte man, oder Stuttgart 21, hätte man auch damit in die Luft sprengen können. Also alles einfach bumm. Wegsprengen können. Wie war es bei dir, Silvester? Ja, immer bei mir die Böller gekauft. Ich habe gestern mit meiner Freundin gesprochen und so. Silvester, was steht bei uns auf dem Plan? Wir wollen ja Silvester irgendwie wieder zusammen feiern. Ich muss ja bin ja Angestellter als Underserial. Wir machen es immer gleichzeitig mit unserer Weihnachtsfeier. Ja. Damit wir da nicht in die Quere kommen. Muss ich da hin quasi, also an euch da draußen. Ja. Ganz schlimm hier. Es ist auf jeden Fall so, also. Ihr müsst es euch so vorstellen, die Underserial Corporation hat einen Mitarbeiter beschäftigt als Aushilfe. Knecht. Das ist der Stufi, der ist die Aushilfe, der arbeitet auf nicht 400 Euro Basis, sondern 4 Euro Basis und bekommt dann dementsprechend auch zu Weihnachten immer so einen kleinen Bonus. Und manchmal kriege ich auch nur Butterbrot als Stadtbezahlung. Ja, das kommt immer drauf an, wie der Monat so war, genau, richtig, ganz genau. Nee, ich will wir Weihnachten. Ich will Silvester, wir Weihnachten? Ich will Weihnachten, ja. Gatz, ich möchte gern Silvester mit dem Underserial und dem Chris P88 feiern. Es hat sich jetzt so ein bisschen eingebürgert die letzte Zeit. Da müssen wir jetzt mal gucken, was wir machen wollen. Wir sind ja auch schon ein bisschen reifer jetzt vom Alter her. Du hast es ja vorhin schon gesagt. Mhm. Früher natürlich geböllert ohne Ende. Ich find's immer noch cool, nur... Der Sinn dahinter ist mir irgendwie ein bisschen flöten gegangen, diese Kindlichkeit, muss man sagen, die da dahinter gesteckt hat, dass man einfach den Spaß hat. Die geht mir im Alter halt einfach ein bisschen flöten und man wird ein bisschen gediegener. Das heißt, wir werden halt essen gehen, denke ich, und dann den Abend mit 200-300 Flaschen Wodka ausklingen lassen. Ausklingeln. Und dann schauen wir mal, was ausklingeln. Ausklingeln. Ja, und dann... Läuft das eigentlich? Letztes Jahr Silvester war bei mir ein bisschen abgefuckt, das muss man fast so sagen, weil ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst. Ja, erstens mal war ich auch beim Underserial, das war aber nicht der Hauptgrund. Abgefuckt. Ich glaube, du warst krank, oder? Ja, ich hatte tatsächlich einen Gehörsturz. Stimmt, Leute, du hast nichts gehört. Für Leute, ja, ich habe schon gehört, aber für Leute, die nicht wissen, was es ist,
Ihr habt da so einen dauerhaften Tinnitus, das kommt eben manchmal vom Stress und so, wobei wir wieder bei der an der Serial Corporation wären, ja, die mich das ganze Jahr so beschäftigt hat. Nein, ich hatte da einfach aus beruflichen Gründen etc. und es war einfach viel um die Ohren, hatte ich einen Gehörsturz auf jeden Fall, es war auf jeden Fall auch nicht geil, das kann ich soweit schon mal sagen, denn wenn ihr auf einmal auf der einen Seite sich so anfühlt, als ob ihr Wasser oder so im Ohr habt und nichts mehr hören könnt, außer so dumpfe Geräusche, ist überhaupt nicht geil. Dann dürft man nämlich hier tausendmal zum Arzt rennen. Hört sich so an, oder so. Ja, genau. Wenn Leute mit dir reden, hast du ja nur so. Ja, zum Verstand. Und du hast dann eigentlich immer nur gesagt, ja, ist in Ordnung. Aha, okay. Ja, das machen wir so. Aber Herr Müller, wenn ich Sie nächste Woche anrufe, dann machen wir das fix, ne? Aha, ich wollte das doch gar nicht. Und dann wieder. Ja, und das hat mich an meinem Silvester natürlich gehindert. Der Arzt sagt natürlich keine laute Musik, keine lauten Geräusche. Hey, morgen ist Silvester. Gut, ne? Geil, da wird auch zum Glück nicht geböllert. Ja, und deswegen war mein letztes Silvester eher ein bisschen ruhig und ja, gediegen. Ja, aber jetzt ist der Gehörsturz ja weg. Jetzt schauen wir, dass wir wieder einen neuen machen. Ja, an Silvester. Und zwar, ich habe mir vorgenommen, dass wir in eine Karaoke-Bar gehen. Da gehe ich nicht mit. Dann ah ja, ich habe ja nichts zu melden. Ich muss ja dahin, wo er ist. Kriegst du auf jeden Fall den Gehörsturz, wenn ich anfange zu singen. Ey, was ist denn los, ey? Heute ist schon wieder echt witzig. Oh ja. Wir haben schon wieder nur Idioten-Scheiße im Kopf heute. Naja, Silvester, ja, kaufst du was zu böllern? Also ich bin ja eigentlich, normalerweise bin ich ein Freund von Raketen und normalen China-Böller D, aber irgendwie ging halt das Interesse mit den Jahren ein bisschen verloren. Und ich muss halt auch ganz ehrlich sagen, man wird ja immer bequemer und kauft sich dann solche Boxen, die man dann einmal anzündet und dann immer so hochjagt. Was mich persönlich mal richtig reizen würde, wäre so eine Knifte, mit der man dann so rumballern kann. Also so eine hier so, wie nennt sich die? Schreckschuss. Schrägschuss, genau. Die musst du aber immer schräg halten. Wie so im Gangster-Style. Ja, aber das glaube ich gar nicht so schlecht. Übrigens, als ich jetzt gerade Ghetto gesagt hat meine Xbox reagiert. Sie wollten nach Hause telefonieren. Böller, bin ich voll bei dir. Also ich muss sagen, Böller an sich haben bei mir ein bisschen an Reiz verloren. So diese, die nur Krach machen. Denn früher hat man die, wie du schon gesagt hast, ein bisschen genutzt, um Sachen in die Luft zu jagen oder Leute zu erschrecken. Mittlerweile bin ich dann auch mehr so der Raketentyp. Man kann auch mit Raketen sehr viel Scheiße anfangen. Wir haben ja nicht das letztes Jahr, haben wir die nicht aus der Hand starten lassen, in den Fluss rein irgendwie so. Richtig. Ja. Aber nicht nachmachen, Kinder da draußen. War auch sehr lustig. Das ist gefährlich. Vor allem, wenn die zurückkommen. Und mittlerweile muss ich sagen, mir gefällt es wieder ganz gut. Also, oder was heißt wieder? Eigentlich recht gut, diese Raketen. Und wie du sagst, diese Boxen, die man halt einmal anzündet und dann ihr Soße da raushauen, finde ich besser, wie jetzt ganz schön stumpf anzuschauen, zu ballern, oder? Ja. Und denk ich Silvester mir, ist ja immer wegen so verliebten Zeit und man umarmt sich und das neue Jahr und wenn dann noch so Dinge im Hintergrund. Weißt du, was ich am allermeisten hasse an Silvester? Was? Das Jahr vorbei ist. Nee, die blöden Vorsätze. Dass kein Weihnachtsgeld gegeben hat. Ja, das hasse ich außerdem, aber ich hasse außerdem halt, dass man sich immer irgendwelche Sachen vornimmt, die man dann eh nicht hält. Also das, weiß ich nicht. Machst du dir Vorsätze fürs neue Jahr? Hast du das schon mal gemacht? Red mal im nächsten Video drüber. Schreibt uns mal drunter, was ihr für Vorsätze für Jahr 2015 habt. Mhm. Und wir besprechen das Ganze mal ein bisschen. Wir lesen die auch vor und sagen unsere Soße dazu. Genau, schreibt uns in die Kommentare eure Vorsätze fürs Jahr 2015. Die können aber wirklich so banal sein, wie 5 Kilo abnehmen. Richtig. Ja, ich will aufhören zu rauchen. Ich will mit meinem Penis 5 Kilo heben können. Also kann man sich auch als Ziel setzen. Ich will den Monster-Bizeps kriegen. Ja, genau. Oder ich will, weiß nicht, einfach eine 3er KD auf der Xbox bei Call of Duty haben. Call of Duty. Da musst du noch ein wenig länger spielen wie 2015. Genau. Bis zum nächsten Call of Duty dann. So, jetzt hab ich endlich mal eine 3er KD. Verdammt, jetzt kommt das neue Call of Duty raus. Was mach ich jetzt? Oh ja. Jetzt sehe ich gerade, der Chris kommt online auf der Xbox. Ich weiß gar nicht. Jetzt ja, wir sind auch soweit durch. Schreibt uns doch mal noch ein paar Themen zu euren Vorsätzen für 2015 unten rein.
Würde mich mal interessieren, was euch noch interessiert, quasi. Würde mich mal interessieren, was euch interessiert, ja. Also, ihr merkt schon, einfach jetzt. Es geht schon wieder den Berg ab. Und immer wieder sonntags. Kommt die Erinnerung, ja, dass ich hier mit dem anders hier sitze. Also, ich sag schon mal danke fürs Reinschauen, Hören, Schalten, wie auch immer. Servus. Schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt Daily Shit Time. Bis denn, servus. Tschaußen.